Manchmal bis Sommer Klingendoll, das Dolf von der Klinge am Fuss von Modillierberry, ist untrennbar mit der Waffenmanufaktur, eine Fabrik, die vom 18. Jahrhundert bis 1962 funktioniert hat. Wir beten heute eine faszinierende Zeitreise mit dem Urenkel vom letzten Gravierer vom Ort, der Worte von seinem Musée. Bonjour Francis. Bonjour Sandrine, willkommen im Klingendoll. Vielen merci. Sind wir hier in der alten Waffenmanufaktur? Das ist ein Museum, die alte Waffenmanufaktur ist im ganzen Dorf. Hier ist unsere Schmidt, wie wir uns stellen, aus Zellenholz, 1810. Es waren über 40 von diesen Schmieden im ganzen Dorf. Hier ist unser Meister Stiegel in der Schmidt, der Amboss vom Klingendal. Ein gewöhnlicher Amboss ist immer glatt. Aber unsere hat ja Rillen. Warum hat sie Rillen? Fair, das ist ein Gesang, wie man hier einen fängt. Und so kann man die Form in den Klingen gehen. Was der Arbeiter schafft, leider seine Arbeit. In das Kaliber und seine Arbeit ist fertig, was die Klinge neu ins Kaliber passt. Für wen sind die Waffen hergestellt worden? Für das französische Militär und die Sätze 1730 angefangen. Es ist der Wille vom König, der Ludwig XV. Das haben wir nicht kennt. Wir haben dann die Leute kommen lassen, da wissen sie das auch können machen. Und das war in Solingen. 10 Arbeiter von Solingen sind dann ins Klingendal gekommen, für also ihre Kenntnisse in der Elsässer können gehen. Sandrine, das sind unsere Meisterstickle. Sanach die Klinge, die sind vergoldet worden, verblüht und sogar graviert mit schönen Zeichnungen. Wie haben Sie das gemacht? Das haben sie mit Sieren gemacht, dass sie auch nicht genug Kraft hatte, für direkt gravieren in den Stahl, wie Ari Hertisch war. Und das hat dann Sieren gemacht. Das ist der letzte Gravierer vom Klingendal und das ist mein Grossbaba. Er hat auch die Sachen gemacht, mehr kleine Messer graviert als Säbel. Ich habe den Charles Wolff graviererisch gesehen, aber es sind andere Vorahnen, wie Neuschmetze waren, wie Maie gemacht haben und Sischle. Und Maie kann wie ich jetzt zeigen, wann er will. Und das ist ganz besonders du? Ja, der Klingendal bleibt die Manufaktur vom Staat bis 1836. Und von dieser Zeit ab ist dann Kulo gekommen. Und Kulo fangen dann mit der Herstellung von Maie an. Und das hat gedauert bis 1982. Das Entoll hat Zellenmulch viele Vorteile geboten. Das Holz für den Betrieb der Schmiede, der Sonnstein für den Schliefstein und natürlich aus Wasser. Was so wunderbar ist, ist. Ja, 1730 hat es nicht so drin gesehen. Da war nur alles wild, gewesen, nur Wald. Und man hat dann nur und noch abgeholzt, für die Werkstatt zu bauen, bis es ein richtiges Dorf gibt. Das Klingendal wie nach Hitzahn. Sahner, neben dem Schloss ist ein großer Weiher mit Wasser. Jetzt sehe ich, wie das Wasser herkommt. Das Wasser ist notwendig, für die Wasserradl zu drehen und für die Wasserkraft zu bringen, für die Schliefsteine zu drehen. Ohne das Wasser hätten wir nie hier in diesem Tal, in diesem Dorf, die Produktion können machen. Das Wasser hätten wir unbedingt gebraucht. Der Ort ist sehenswert, denn er gehört zum historischen und künstlerischen Erbe vom Elsass, genauso wie die Rühebänke. Das erklärt uns jetzt Benedikt Keck. Wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald! Das
Salut meine Wunderfits. Heute gehen wir auf die Spur von der Nebelesbank im Elsass. Ihr kriegt sie sicher regelmässig paar von denen, die auf dem Land wohnen oder spazieren gehen. Jeden zweiten Kilometer normalerweise. 1811 sind die ersten Banker aufgerichtet worden nach einer Verordnung vom Präfekt Lezay-Marnesia, wie die Geburt vom Sohn von Bonaparte und von der Marie-Louise von Estrich enger anderem dadurch wollte feiern. Er hat nämlich gewählt, dass man sich an den Tag erinnert, nicht nur weil der kaiserliche Prinz geboren ist, aber auch dadurch, dass man die ganzen Leute wie schwere Sorgen treuen, z.B. Bieren, wie auf der Marie gegangen sind, endlich entlastet hat. Im 19. Jahrhundert trägt man eben schwere Lasten auf dem Kopf. Und der obere Sturz von diesen Banker ist eben dafür, die Lasten abzuladen. Und auf die zwei Pfosten auf beiden Seiten haben Männer ihren Rückenkorb stellen. Rund um den Nebelesbanker hat es gewinnen euch vier oder fünf Lindenbäume gegeben, für das man euch von den Schatten profitieren kann. 1853 sind weitere Banker installiert worden, die von der Kaiserin Eugenie, diesmal zu Ehren von der Hochzeit von der Kaiserin mit Nebeles III. Mit auf der Spur bleiben wir immer auf der Lüre.